Brunner. Liebe Frau Präsidentin, meine verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren auf den Tribünen, wenn bei Wer Millionär die Frage käme, was haben das Bundesvertriebenengesetz, die ZPO, die Insolvenzordnung, Höfeordnung und Heimarbeitsgesetz gemeinsam, wie viel Prozent des Publikums würde wohl auf die richtige Antwort Bereinigung des Rechts der Lebenspartner tippen, nach den Ausführungen der Kollegin Sütterlin-Wag und des Kollegen Beck sicherlich etwas mehr, aber der Blick auf die Tribünen sicherlich die Mehrheit eher nein. Was für sich genommen, das sage ich ganz offen, weder schlimm und schon nicht verwerflich ist, schon allein deshalb, weil die genannten Vorschriften bei vielen Menschen im täglichen Leben überhaupt nicht ankommen. Wer hat schon oft mit dem Heimarbeitsgesetz, mit dem Sprengstoff oder mit der Höfeordnung im Einzelnen zu tun? Was aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch schlimm ist, ist, dass die Mehrheit der Menschen meist ganz unbeabsichtigt überhaupt kein Gefühl dafür hat und kein Gespür, wie verletzend es sein kann, nach Eingehen einer Lebenspartnerschaft stets und immer wieder aufs Neue begründen und überzeugend belegen zu müssen, dass gleichgeschlechtliche Lebenspartnerinnen und Lebenspartner nichts anderes tun als verschiedengeschlechtliche Eheleute auch. Sie stehen füreinander ein. Sie erziehen Kinder, sie sichern den Zusammenhalt der Gesellschaft, sie leisten einen wertvollen Beitrag fürs Gemeinwesen mit all ihren Pflichten, die dazu gehören. Sie gehen am Sonntagvormittag in die Kirche oder aber auch nicht, halt so wie alle anderen Menschen in diesem Lande aus. Dass Sie, die schwulen und lesbischen Ehepaare, dann jedoch, und dies zu Recht von Ihnen, nichts anderes beanspruchen als Ihr Pendant, nämlich alle Rechte, das ist doch wohl jedem klar. Uns Sozialdemokraten schon lange. Ja, genau deshalb haben wir im Koalitionsvertrag unter der Überschrift Zusammenhalt der Gesellschaft die Beendigung der verfassungswidrigen Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften aufgenommen. Denn wir wollen nicht, dass in einem Land wie Deutschland aufrechte Menschen immer erst zum Bundesverfassungsgericht müssen, um ihr Menschenrecht einzuklagen. Denn das ist beschämend. Und weil wir wissen, dass ohne vollständige Gleichstellung unsere Gesellschaft eben nicht funktioniert. Denn wir brauchen ihn, wie ich immer sage, den Kitt, der Kitt, der uns zusammenhält, der Kitt, der das Leben in Deutschland erst lebenswert macht. Und deshalb bin ich Heiko Maas, unser Minister der Justiz und für Verbraucherschutz, außerordentlich dankbar, dass er und sein Haus diese Aufgabe beherzt aufnahmen und bereits, Kollege Beck, im Sommer 2014 einen Referentenentwurf vorlegten, in dem mehr als 150 Vorschriften in diesem Referentenentwurf in die Tat umgesetzt wird. Vollständiger, rechtssicherer, klarer, umfassender als dies der Gesetzentwurf von Ihnen, den Grünen, vorschlägt. Und hier, meine Damen und Herren, könnte man sich, und das werden Sie die Frage stellen, warum sind wir dann noch nicht im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren? Wo ist er denn, der Gesetzentwurf? Wie steht es mit der Ressortabstimmung der Länderabteilung? Bei wem hakt es? Im Kanzleramt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch ich will ihn in den Händen halten, den Gesetzentwurf, der die Lebenspartnerschaft der Ehe gleichstellt. Ein Entwurf, für den wir uns nicht verstecken müssen, ein Entwurf in die richtige Richtung. Und dass wir hierzu erfreulicherweise den Rückenwind aus Karlsruhe bekommen, ist schön. Dass er von unseren koalitionellen Lebensabschnittspartnern noch nicht richtig ist, dass manchmal sich der Eindruck aufdrängt, man würde verschleppen, dieser Eindruck ist nicht besonders gut. Aber haben wir doch einiges miteinander noch vor. Und deshalb ist es schön, dass am Dienstagabend in der Koalitionsrunde die Koalition sich geeinigt hat, diesen Referentenentwurf als Gesetz jetzt auf den Weg zu bringen. Auch das ist Wahrheit in dem Gesetzgebungsverfahren, und das ist gut so. Denn wir haben noch einiges vor. Sei es die längst fällige Rehabilitierung der nach 175 StGB in Westdeutschland verurteilten Männer, heute im höchsten Alter. Menschen, die ein Recht haben, in Frieden mit ihrem Land zu machen, mit ihrer Heimat. Und auch die Fragen der immer noch ungeregelten Fragen der gemeinsamen Adoption. Ein Appell deshalb an alle Anwesenden. Lassen Sie uns Volksvertreter nicht immer als den Nachzügler, sondern als Vorreiter sein. Zumindest politischer Vorreiter. Denn die Gesellschaft, die Menschen, um die es hier geht, die sind schon längst angekommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wahr, die Arbeitsfraktion Bündnis 90 Die Grünen an ihrem eigenen Gesetzentwurf verdient durchaus Anerkennung und Respekt.
Aber es ist ebenso wahr, dass dieser gute Ansatz, liebe Kollege Beck, gleich wieder eingerissen wird. Nicht durch uns, nicht durch die Kolleginnen und Kollegen der Union, sondern von Ihnen selbst. Denn wenn ich von Ihnen in quer lesen muss, dass Sie den Sozialdemokraten öffentlich vorwerfen, aus ideologischen Gründen homosexuelle Paare weiter zu benachteiligen, ist das mehr als ein bloßer öffentlichkeitswirksamer Witz. Es ist unrichtig, viel schlimmer aber, es verletzt, es dient nicht der Sache und noch weniger den schwulen und lesbischen Lebenspartnern in unserem Land. Und Sie wissen ganz genau, ging es ganz allein nach uns, das Thema wäre gegessen. Doch Politik ist auch Überzeugungsarbeit. Sie ist auch ein Stück Mitnehmen. Und da ist, möchte ich sagen, bei dem Mitnehmen noch etwas Luft nach oben. Pacta sunt servanda, möchte ich zum Schluss sagen. Verträge sind einzuhalten, auch Koalitionsverträge. Und sehr oft hören wir in Tagen dies, ob es beim Hilfspaket Griechenland ist, ob es beim Mindestlohn, bei der PKW-Maut ist, aber nicht nur dort, auch bei der Gleichstellung. Und deshalb freue ich mich auf die Beratung in den Ausschüssen, in der Hoffnung, die den Politiker immer erst ganz zum Schluss verlässt, hoffentlich in dem Fall nicht, dass wir eine gute gemeinsame Lösung finden, denn die Menschen haben Gleichstellung in diesem Lande verdient. Es ist Zeit dafür. Vielen Dank, Karl-Heinz Brunner. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Volker Ulrich, Augsburg.